Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute zum vorletzten Mal, zum 23. Türchen, habt ihr gefunden? Das von der Staffelbergbräu, das Wienerle. Keine Sorge, ihr seid nicht beim Metzger. Heute haben wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Spezialbier hinterm Türchen. Für das Staffelbergbräu eben das Wienerle. Der Name kommt daher, dass, weil für die Bierspezialität das aus 50% Wiener Malz hergestellt wird, daher der Name halt. Ne? Und das Wienerle, das ist ein unfiltriertes Bier und ungespundetes Bier, wird sehr aufwendig gemacht. Im Drei-Maisch-Verfahren, das ist also ziemlich aufwendiges Brauverfahren. Und das Wienerle ist wunderbar süffiges, ungespundetes Bier und hat, sage ich mal, schon eine schöne Herbe her. Das kommt aber nicht übertrieben, schon alles in Maßen, aber schöne Herbe, das kommt, die nehmen wir dafür her, den Hallertauer Hopfen für das Bier, für das Wienerle. Und Hallertauer Hopfen ist übrigens die älteste Hopfensorte, die es überhaupt gibt. Habe ich mir auch sagen lassen, wusste ich vorher auch nicht. Und nehmen wir die her und daher auch die wunderbar schöne Herbe, die da mitschwingt bei dem Bier. Ja. Grundsätzlich helles Bier übrigens auch, das habe ich vorhin vergessen zu sagen noch eingangs. Und das ist also auf das Wienerle, da muss man sich auch so ein bisschen einlassen, da braucht man jetzt nicht erschrecken, sondern das hat eine eigene geschmackliche Note, das kennt man eigentlich, ist bloß wirklich schwierig zu beschreiben, das kennt man so von den geläufigen Sorten Hell, Pilz und so weiter nicht so, das ist wirklich was ganz Eigenes, sehr gut gemacht, finde ich. Also könnt ihr euch echt drauf freuen und lasst euch drauf ein, seid ganz unbefangen und probiert es, ist wirklich mit sehr viel Herz und Liebe gemacht, das Bier, muss man sagen. Und es steht auch drauf, 8 Wochen Lagerzeit, ja. Das muss erstmal wieder einer nachmachen, das geht also nicht hoppla hopp. Und nachdem er jetzt den Gag mit dem Wienerle zerstört hat bei mir, man kann auch sehr gut essen da. Ja. Und die machen auch die Bratwürste selber. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Winter wie Sommer. Oder Sommer wie Winter. So, dann morgen Finale. Voll Endspurt. Dann freuen wir uns schon drauf und natürlich auf euch wieder. Tschüssi. Bis morgen. Tschüss.